Heute auch ein wichtiges Thema: Motorentlüftung, Catchtank, Kurbelgehäuse. Am 1.8T, Video Teil 1 und los geht's. Ja, hier haben wir jetzt ein ganz tolles Sahnestück, 1.8T Golf 4, AGU Motor, einer der ersten 1.8T, die es gab. Fast originaler Zustand, kommt bei uns ins Museum. Aber haben wir direkt die Möglichkeit genutzt, hier an einem originalen Fahrzeug auch nochmal ein Catchtank-System für Kurbelgehäuse einzubauen. Hier ist da der Filter. Hier ist das System schon verbaut. Hier können wir halt einen Filter drauf bauen, dass der Motor also in die Atmosphäre atmen kann, sage ich mal. Und wenn wir das Ganze abmachen, weil das ja nicht erlaubt ist, und dann so verbinden, dann gehen die Gase wieder zurück zum Ansaugtrakt und so hat das ganze System TÜV. Jetzt noch ganz kurz zu dem, was ist überhaupt ein Catchtank? Catchtank heißt ja Catch, also wir wollen ja irgendwas fangen. Was wollen wir denn da fangen? Ne? Wir wollen fangen, was im Kurbelgehäuse ist. Kurbelgehäuse ist ja da, hier unterm Deckelchen, Öleinfülldeckel. Ja, wenn ihr den aufmacht, da drin ist das Kurbelgehäuse. Ja, wenn ihr da Öl reinfüllt zum Beispiel, läuft das am Zylinderkopf durch große Bohren runter in die Ölwanne. Und da drin ist ein bestimmter Druck und da sind bestimmte Gase und Prozesse, die ablaufen. Manchmal ist auch ein gutes Indiz, wenn man auf den Deckel mal guckt und da ist dann so schmodderig, dann ist da so eine, wie so eine braune Pampe da drauf. Und das ist dann auch manchmal auch ein Indiz für viel Kurzstreckenbetrieb. Oder es kann auch ein Indiz dafür sein, dass die Kopfdichtung kaputt ist, ne, dass wir also zu viel Wasser drin haben. Jetzt ist die Frage, was da überhaupt abgeht in dem Kurbetrieb, was ist da überhaupt drin? Da kann drin sein Kondenswasser, ja, weil der Motor Kondens kennt ihr ja aus dem Schwimmbad oder aus dem Badezimmer, wenn sich an der Scheibe Flüssigkeit sammelt. Das ist da drin. Dann haben wir drin vom Kolben, speziell wenn der Motor noch nicht warm ist, gehen hier die Verbrennungsgase am Kolben noch vorbei. Und das heißt, wir können dann Sprit haben drin, unverbrannte Gase, das sammelt sich alles in dem Öl. Und als drittes haben wir Öldämpfe drin. Öldämpfe, die entstehen ja dadurch, dass die Kurbelwelle sich dreht und die ganzen Lager, an den Lager, an den Seiten spritzt das ganze Öl ja raus. Am Kopf wie auch am Block. Ne? Also diese drei Sachen haben wir, die sich dann in dem Kurbelgehäuse abspielen. Und da diese Gase oder Dämpfe ja für die Natur nicht gesund sind, ne? Für die Frau Grete auch nicht, für keinen, ist es verboten vom Gesetzgeber, dass diese Gase in die Atmosphäre gehen. Für den Motor oder für den Tuner, für uns wäre es eigentlich besser. Ne? Besser, wir machen da so ein Filterchen drauf, flupp, das kann alles schön in die Atmosphäre, der Motor kann schön atmen und ja, das ist im Prinzip das Beste, was dem Motor dann passieren könnte. Ist aber verboten. Die Sache ist auch die, dass diese ganzen, ich nenne es mal jetzt Abfälle, die wandern ja dann oder die werden ja hier jetzt vor dem Turbolader wieder angeführt. Das heißt, sie machen den ganzen Weg am Turbolader vorbei, dann durch die ganzen Rohre, dann durch den Ladeluftkühler. Die können Ladeluftkühler zusetzen und dann geht es ja weiter an der Drosselklappe. Ja, und beim 1.8T ist ja das ist die Drosselklappe, die verschmoddert dann ja auch mit der Zeit. Dann habt ihr Probleme mit dem Leerlauf. Dann gehen die an die Einspritzventile. Bei denen ist ja noch nicht so schlimm, weil das ist ja kein Direkteinspritzer. Die können aber auch dann an den Kolben vorbei, die Dämpfe, die Öldämpfe. Das ist auch ein ganz, ganz kritischer Punkt, weil die Öldämpfe enthalten ja Öl, wie der Name das schon sagt. Und das heißt, der Motor kriegt dann immer wieder Öldämpfe rein und Öl neigt dazu zu verbrennen. Und wenn das Öl oder diese Öldämpfe verbrennen mit der Verbrennung zusammen, kann Klopfen entstehen. Ja, das heißt, der Motor kann früher anfangen zu klopfen. Das nimmt Leistung weg und das kann auch dazu führen, dass der Motor kaputt geht. Jetzt haben wir hier das originale System ausgebaut. Das zeige ich euch mal hier. Da muss der Papa erstmal Handschuhe anziehen, weil da ist ja voll der Schmodderwisch. Nehmen wir auch extra mal die blauen. Kann man das ein bisschen besser sehen. So, das Geweih haben wir jetzt hier ausgebaut. Hier ist noch so ein originales Ölfiltergehäuse, das habe ich mal mitgebracht. Das steckt dann so drin. Ja. Das Kurbelgehäuse wird im Prinzip. Hallo, guck mal. Das prinzipiell wird Kurbelgehäuse immer einmal am Block und einmal am Kopf entlüftet. Weil wir wollen keinen Überdruck in dem System haben.
Weil was kann passieren, wenn wir zu viel Druck im System haben? Es kann passieren, dass der Druck, der muss ja irgendwo weg. So, dann geht er an den Wellenstringen raus, die fangen an zu süffen, habt ihr Ölverlust und so weiter und so fort. Wollen wir ja gar nicht haben. Deswegen so wenig Druck wie möglich. Ölfiltergehäuse vom Block raus. Hier geht es vom Block raus. Dann kommt hier so ein kleines T-Stück. Beim 18T geht dieser Schlauch auch mal gerne kaputt. Hier ist so ein Einwegeventil. Einwegeventil deswegen, weil wir ja im Saugrohr auch Ladedruck haben, also Überdruck. Wir wollen ja nicht, dass der Ladedruck uns aus dem Saugrohr abhaut wieder in den Kurbeltrieb. Dann hätten wir wieder Überdruck und auch Leistungsverluste, weil der Ladedruck weg ist. Also hier ist so ein Einwegeventil. Wenn das natürlich offen ist, im Leerlauf zum Beispiel, kommen die Gase, die Kurbelgehäusegase direkt von hier ins Saugrohr. Ja, also ist wie so ein Bypass, zack, ins Saugrohr, werden direkt verbrannt. So. Dann geht das hier weiter. Hier sind Metallröhrchen. Hier sind wir am Ventildeckel. Hier wird der Ventildeckel mit entlüftet. Dann geht die ganze Schose, die ganze Suppe hier in dieses UFO. Aber ich schnick das mal besser hin. Dann zappelt das nicht so hin und her. So. Dann geht das hier in dieses UFO. Ja, das ist so eine Art Abscheider. Im Prinzip ist das wie so ein kleiner Catchtank. Damit, wenn da viel Öl oder Kondenswasser oder sonst irgendwas mitkommt, damit das nicht direkt vor den Turbolader geschossen wird. Und jetzt zeige ich euch mal hier, hier haben wir den Schraubendreher mal rein, was da für eine Suppe drin ist. Ja. So. Lecker, lecker. Ja, im Prinzip, das saugt euer Motor an mit der Zeit. Hier haben wir zum Beispiel auch noch ein Ventil vom Direkteinspritzer, ja, also als anderer Motor, TFSI und TSI, und da sieht man auch, der setzt das alles zu. Und das sorgt nicht nur für Leistungsverluste, habt ihr unruhigen Leerlauf und so weiter und so fort. Daher die Idee, Catchtank einbauen. Der Catchtank soll auffangen und separieren. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch drüben. Gut, jetzt kann ich mir jetzt hier die. Jetzt geht es ja an die sauberen Sachen, dann kann ich mir die Handschuhe wieder ausziehen. Zack. Okay, Catchtank. Der Catchtank, der sieht so aus. Hier haben wir schon gelasert mit unserer Seriennummer wegen TÜV. Eben hier an der Seite seht ihr, da ist ein Eingang für Stahlwolle. Also da ist Stahlwolle drin, um das Ganze zu beruhigen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Und die ganze Schose kommt dann hier oben wieder raus. Ja, das im Prinzip ist das ja sowas wie eine aus dem Vollen gefräste Zylinder. Unten ist da der Auslauf, da kann man ablaufen lassen. Und hier oben drauf, wenn wir das halt von oben so sehen, na, wir haben ja hier einen Anschluss, da einen Anschluss, wir gehen hier rein, ob jetzt hier Block oder hier Ventildeckel, spielt keine Rolle. Und würden dann die Stahlwolle hier dran vorbei, hier geht das dann vorbei, süfft das in den Catchtank rein und würde dann mit dem Röhrchen, mal gucken, so rum kommt das ja, das Röhrchen ist extra tiefer angesetzt, ja, und da über an der Seite, an einem kleinen Loch hier, kommen die Dämpfe wieder oben raus. Das Ziel ist es, das aufzufangen, was da kommt, Wasser oder Öl, die Dämpfe aufzufangen, zu beruhigen. Und in unserem Fall, man kann an dem Catchtank, man kann ihn zwar ausbauen jedes Mal, ne? Einfach gucken, was ist da drin und den Käse wegkippen. Wir haben uns aber überlegt, ja, ich will das aber nicht mal wieder aufmachen. Was machen wir da? Da haben wir uns was überlegt, dass wir einfach hier einen Anschluss machen. Hier einen goldenen Anschluss, so ein Fitting mit NPT-Gewinde, den würden wir dann hier reinschrauben, warte mal. So, genau. Ja. Verbinden das Ganze mit dem Schlauchi und dann ist das wie im Krankenhaus, wenn man mal im Krankenhaus war mit so einem, wie heißt das Ding nochmal? Infusion, genau, wo ihr eine Infusion bekommt, das ist genau das Gleiche. Das ist auch extra klein gewählt, ne, damit das so leicht wieder runterlaufen kann. Ne. Das läuft dann leicht wieder runter und da haben wir für den 18T, aber auch für den TFSI-Motor hier so einen Adapter, den ihr einfach dazwischen bauen könnt und dann läuft das alles wieder in die Ölwanne rein. Ne, ist also wartungsfrei oder da müsst ihr im Prinzip gar nichts dran machen. So, dann haben wir die Infusion, haben wir dann hier beiseite. Das haben wir dann. Hier nochmal die Wolle. Ne. Also ihr müsst ja auch verstehen, das ganze System ist ja auch durchdacht. Das ist nicht einfach nur eine Dose, wo das eigentlich alles da reingeht und fertig, sondern die Stahlwolle ist ja so eine Art Filter oder soll verhindern, dass wenn das da reinschießt, angenommen wir fahren jetzt auch getuned
zwei Bar Ladedruck oder was darüber hinaus. Es sind natürlich noch mehr Gase, die an den Kolben vorbeigehen. Also ist der Kurbelgehäusedruck höher. Das heißt, es kommt noch mehr Druck in den Catchtank. Ja, oder wir haben JE-Kolben zum Beispiel mit einem höheren Laufspiel. Dann kommt auch mehr Blow-by-Gase in das Kurbelgehäuse. Und die Wolle, die ist halt dafür gedacht, um das Ganze so ein bisschen abzudämpfen und schon mal vorzufiltern. Dann haben wir unsere Nylonleitung, die ihr dafür habt, mit den Anschlüssen. Ist bei unseren, die müsst ihr bei uns selber drauf machen. Das haben wir extra so gemacht, weil wir möchten, dass ihr euch, ihr könnt den Catchtank damit beliebig irgendwo hinbauen. Ihr bekommt die Leitung als Meterware mit dem Kit geliefert und dann könnt ihr euch den Catchtank irgendwo hinbauen und macht als allerletztes dann die Leitung, Leitungslängen. Da gibt es aber auch eine Anleitung zum Download, da steht alles drin. Ich glaube, wir sind die Ersten, die dafür TÜV anbieten. Wir haben TÜV für Golf 4, also Golf 4 Basis, ist natürlich auch Audi und so weiter, Skoda auch alle mit da drin. Dann Golf 5, Golf 6, Golf 7, alles mit TÜV. RS3 haben wir auch im Kit, aber das ist ohne TÜV. Ja, im Prinzip denke ich mal, war es das mit der Funktion. Alle Teile findet ihr mittlerweile bei uns im Shop, mit TÜV gezeichnet. Was ich aber auch noch sagen wollte, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr wollt, dass ich euch noch was anderes erkläre, ja, dann immer raus damit. Schreibt unter die Kommentare und Papa gibt sein Bestes. Bis zum Teil 2.